Noch zwei, drei Zitate über Muawiyah radiallahu anhu. Und wichtig ist, liebe Geschwister, noch einmal, das ist eine Angelegenheit der Aqide. Also es ist nicht nur jetzt eine historische Angelegenheit. Die Haltung gegenüber Muawiyah gehört zur Aqide von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und wenn ihr jemanden seht, der über Muawiyah schlecht redet, gehört er nicht zu Ahlus Sunnah. Also hat einen Fehler in seiner Aqide. Es muss kein Schiite sein. Es gibt auch leider Sekten, so wie Ahbash und so. Die reden auch schlecht über Muawiyah radiallahu anhu. Ja, aber das ist so ein Maßstab, dann wisst ihr, diese Person widerspricht der Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Denn ich habe hier die großen Gelehrte der Ahlus Sunnah zitiert. Ja, also das muss man wissen. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, und die Gelehrten sind sich einig, der Ahlus Sunnah natürlich, dass Muawiyah der beste König dieser Umma war. Der beste König. Warum? Er sagt weiter, denn die vier vor ihm, also von Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, und dazu gehört natürlich auch Al-Hassan, das waren ja die Khulafa, also in diesen 30 Jahren, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es rechtgeleitete Kalife sind. Also sagt Ibn Taymiyyah weiter, so gab es keinen gerechteren König als Muawiyah. Natürlich nach den rechtgeleiteten Kalifen. Al-Dhahabi, rahimahullah, Schüler von Ibn Taymiyyah, sagte über Muawiyah, er hat ja eine Enzyklopädie, also Biografien über Sahaba und Tabi'in und so weiter und Gelehrte, da sagte er, Al-Dhahabi rahimahullah, über Muawiyah, Amirul Mu'minin, also Führer der Gläubigen und Malikul Islam, König des Islams, also der König unter den Königen, die eben nach den rechtgeleiteten Kalifen kamen. Und er sagte, Muawiyah war der beste König, dessen Gerechtigkeit viel mehr war als seine Ungerechtigkeit. Also jeder Mensch kann immer Fehler machen, aber er war also ein gerechter König. Und er ist frei von den Anschuldigungen, ja, die man ihm unterstellt. Ibn Kathir sagt, und seine Bevölkerung war sich einig bei der Bay'ah, also bei dem Treueeid. Alle waren sich einig, Muawiyah soll es übernehmen. Im Jahre 41 nach der Hijra. Und er war, Ibn Kathir sagt, er war nachsichtig, er war weise, großzügig, gerecht und mutig. Und inshallah, wie wir sehen werden, sehr viele Eroberungen fanden statt zur Zeit von Muawiyah radiallahu anhu. Möge Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sein mit Muawiyah und allen anderen Gefährten. Möge Allah azza wa jal in unseren Herzen die Liebe zu Muawiyah und allen anderen Gefährten stärken. Und möge Allah Azza wa Jal unseren Geschwistern in Gaza abermals helfen. Möge Allah Azza wa Jal ihnen beistehen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala das Unheil von ihnen abwenden. Wa sallallahumma wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.